So, wir sind jetzt oben unterhalb der 13 und laufen hier auf der Touristenautobahn. Aber wir sind heute auch nicht wirklich anders unterwegs, außer Touri-mäßig hier mit dem Bus hochgekommen. Aber das lag jetzt daran, ursprünglich war ja der Plan, hier hinten rüber gelaufen zu kommen, über diese ganze Kette und dann hier hoch und weiter zur Dreizinnenhütte. Aber ich habe mich gestern Abend schon nicht so fit gefühlt und heute Morgen hatte ich echt so hier im Nierenbecken Schmerzen, sage ich mal. Auf jeden Fall habe ich mich ein bisschen krank gefühlt und gedacht, das geht wahrscheinlich gar nicht weiter. Aber das Baden heute Mittag, das hat gut getan, heute Morgen besser gesagt. Und heiß gebadet, danach noch mal eine Stunde ins Bett gelegt. Wir konnten einen Late-Checkout machen. Und jetzt hoffen wir, dass das nicht schlimmer wird, sondern wir dann jetzt fit sind für die nächsten Tage, die Tour so wie geplant zumindest fortzusetzen. Morgen ist ja von der Dreizinnenhütte aus der Patternkofel dran. Und von da dann weiter zur Zixmondi-Hütte. Also, drückt uns die Daumen, dass wir genug Fitness wieder herstellen konnten, um die Tour hier wenigstens ab hier jetzt wie geplant fortzusetzen, weil jetzt hat sich zwar zugezogen, aber morgen früh ist wieder Bombenwetter, pure Sonne, das ist echt Glück und das hält noch genau bis Sonntag, also das ist wirklich, dann ist die Saison vorbei und auch das Wetter. Also, toi toi toi, dass das klappt. Saukalt der Wind. So, die Dreizinnenhütte ist in Sicht. Da hinten, hier hat man die Zinnen ganz nah. Einfach beeindruckend, diese Vertikalität. Und hier sieht man unser Ziel für morgen früh. Da. Der Patternkofel. Über den wollen wir quasi rüber, also quasi eine Überschreitung machen und dann weiter. Hier kann man jetzt auch noch mal schön gucken auf den Monte Piano und Piana, wo wir gestern waren. So Leute, als ja, Dummheit gehört bestraft und eigentlich hat mein Körper mir heute Morgen ja gesagt, du musst nach Hause und ins Bett, du bist krank. Also ich habe jetzt nicht irgendwie so wirklich eine Erkältung, ich habe quasi keinen Husten, keinen Schnupfen, aber mir ist einfach von innen verdammt kalt und ich glaube, ich habe mir da irgendwie einen Zug geholt gestern Morgen, schön blöd, ja, und damit kämpft mein Körper gerade. Jetzt hat es pünktlich hier zum Abendessen in der Dreizinnenhütte hat es angefangen,
heiß und trotzdem kalt. Und ja, die drei Zinnhütte ist halt ein kalter Bunker. Und jetzt, zum Glück haben wir die Schlafsäcke dabei. Ich habe jetzt mal zwei Ibu 800 genommen und hoffe, dass mein Körper das über Nacht irgendwie ein bisschen in den Griff bekommt. Ja, bin nicht mehr so fit. Ich glaube, ich habe echt 45 Fieber oder so, irgend sowas. Aber ja, mal gucken, wie weit wir die Tour noch schaffen. Also wir wollen auf jeden Fall noch die Zsigmondy-Hütte erreichen. Morgen die Tour also schaffen, weil irgendwas müssen wir jetzt noch machen. Also zurückgehen ist jetzt auch weit. Und dann könnten wir da über den Alpinsteig absteigen und quasi nur die letzten zwei Touren würden wir wieder weglassen. Das wäre jetzt verkraftbar, dann hätten wir wenigstens ein bisschen was gehabt. Weil wir haben so viel Glück mit dem Wetter, da wollten wir jetzt nicht einfach hier, es kostet ja auch eine Menge Geld hier anzureisen oder so. Und es ist nicht so einfach, dass man dann gutes Wetter hat. Also drückt mir die Daumen, dass mein Körper das irgendwie in den Griff kriegt und dass ich ein paar Reserven mobilisieren kann und da noch zwei Wandertage schaffe. Oh, jetzt muss ich irgendwie die Nacht hier überstehen. So, Nacht überstanden. Heute den Tag kann ich schaffen. Muss gehen. Ein wundervoller Tag in den Dolomiten beginnt. Wir sind zwar immer noch ein bisschen groggy, aber das hier auslassen, das geht halt auch nicht so einfach. Wow, was ein Glück mit dem Wetter. Wir gehen jetzt zum Patternkofel da hoch. Habe ich ja letztes Jahr schon mal alleine gemacht. Jetzt zusammen, kurzer, einfacher Klettersteig, sehr bekannt, sehr beliebt. Geht jetzt am Anfang sehr viel durch Kriegsstollen vom Ersten Weltkrieg, wo man auch schon einige Höhenmeter macht, wo man Treppen nach oben geht. Super interessant. Oben ist es dann noch so ein bisschen durch eine Rinne und dann geht es schon rum aufs Gipfelplateau. Und dann bleiben wir oben und gehen da rüber weiter Richtung Zsigmondy-Hütte. Das ist unser heutiges Tagesziel. Da haben wir dann zwei Übernachtungen gebucht. Hoffentlich ist die ein bisschen wärmer als die Drei-Zinnen-Hütte. Das war jetzt schon eine kalte Angelegenheit, aber ich hatte es dann gestern Abend irgendwann geschafft, das Gleichgewicht zwischen heiß und schwitzen und frieren zu finden. Und dann war die Nacht besser als erwartet. Also, toi toi, weiter geht's. Thank you.
anstrengend hier, trotz Treppen. Aufstieg im Berg. Die Weltkriegsstollen haben wir jetzt hinter uns gelassen und hier geht jetzt der Klettersteig los. Das ist einfach ein Traum, das ist so cool durch diese Stollen, oder? Absolut. Das ist mega. Wahnsinn, was damals durchgegraben wurde. Wir sind jetzt oben rüber aus der Rinne raus und der Klettersteig zum Gipfel wird jetzt hier durch diese Wand, durch diese Rinne und dann oben aufs Plateau gehen und da kommt man dann wieder runter. Ist ziemlich voll und aufgrund dessen, dass wir nicht wirklich fit sind, haben wir uns jetzt entschieden, hier unseren Weiterweg Richtung Hütte zu nehmen, ganz gemütlich. Das wird auch noch spektakulär. Ja, das wird, wie Steffi sagt, das wird auch noch spektakulär und es ist halt auch hier egal, man muss nicht hier auf dem Gipfel sein, das ist einfach alles mega hier, das ist einfach nur wow. Und bei dem Wetter, jetzt sieht es mal gerade nicht, ist schon wieder so kalt geworden. Ja, genießen wir den Tag und laufen hier ein bisschen durch die Sonne noch. War absolut die richtige Entscheidung, nicht noch auf den Paternkofel hochzugehen und hier weiter zu klettern. Ist auch ein Klettersteig und hier ist kaum jemand unterwegs. Sehr viel angenehmer dann. Da hinten ist ein bisschen too much. Thank you.
Jetzt haben wir eine sehr schöne lange Pause auf der Büllejochhütte gemacht, in der Sonne gesessen, Kaiserschmarrn gegessen, ein Traum. Und was hier ganz gravierend ist bei dieser Tour, sind die krassen Temperaturunterschiede. Sobald man irgendwo ein bisschen windgeschützt in der Sonne sitzen kann, da hinten ist es fast sommerlich warm. Und sobald eine Wolke vor die Sonne kommt, kalt. Und wenn der Wind hier bläst, ist es richtig winterlich. Also man ist hier ständig, muss man Jacke an, Jacke aus, Handschuhe an, Handschuhe aus. Boah. Und heute Morgen war ich ja echt da oben, als wir aus der Rinne rausgestiegen sind Richtung Paternkofel, war es mir saukalt gewesen. War dann aber die richtige Entscheidung, den Klettersteig da weiterzugehen und nicht noch auf den Gipfel raufzugehen. Das war jetzt eine sehr schöne Tour heute. Jetzt sind wir noch hier, steigen wir ein bisschen ab zur Zyxmondi-Hütte und dann hoffen wir, dass das schön ist da. Wir sind jetzt in der Zyxmondi-Hütte, haben ein sehr gemütliches, schönes, kleines Zimmer, komplett mit Holz zugeschlagen. Ist nicht kalt, kein Vergleich zu gestern. Ich hoffe, jetzt können wir hier mal eine angenehme Nacht verbringen, hier im schönen Stockbett, total gemütlich hier unten drin zu liegen. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen planen, was wir mit dem morgigen Tag so anfangen und wie wir absteigen wollen. Ob wir morgen den Alpinsteig machen und übermorgen über das Fischleintal absteigen oder ob wir morgen was anderes machen und dann über den Alpinsteig absteigen. Das will ich jetzt noch ein bisschen recherchieren und dann werden wir morgen und übermorgen hier in den Dolomiten noch genießen. Nach einer wirklich bescheidene Nacht für mich, ging mir echt nicht gut heute Nacht, obwohl das Zimmer super war, urgemütlich und auch nicht kalt, aber es ging mir einfach nicht gut heute Nacht. Seit 3:30 habe ich nicht mehr wirklich geschlafen. Ja, hat mich leider jetzt wirklich voll erwischt, aber jetzt tut es gerade mal gut, ein bisschen raus zu sein. Oh, nervt das. Ich glaube, ich war 5-6 Jahre, hatte ich keine Erkältung oder nicht mal einen Schnupfen. Und jetzt haut es mich hier aus dem Latschen. Aber was will man machen? Ist auf jeden Fall zu schade, diesen Tag nicht noch zu nutzen. Und das werden wir tun. Ich habe mich jetzt gedopt. Jetzt geht's los. Wir steigen jetzt hier auf durch dieses Geröllfeld. Und dann gehen wir auf den Alpini-Steig, der da hinten, sieht man jetzt nicht, durch so eine hohe Wand durchführt. Ich glaube, der Abschnitt heißt sogar hohe Wand. Und dann gehen wir nachher nochmal zurück und übernachten nochmal hier in der Zyxmondi-Hütte. Und morgen werden wir dann über das Fischleintal absteigen. Dann reicht's. Mehr ist nicht drin. Und ich denke, den Umständen entsprechend haben wir hier alles rausgeholt. Keine Luft, meine Lunge nimmt keinen Sauerstoff auf. Fühlt schon, als würde ich hier auf 7000 Meter hochgehen. Thank you.
Das war das Highlight des Alpini-Steigs. Das wollten wir unbedingt sehen, wo das da in diese Klamm reingeht, in diese Schlucht. Und auf der anderen Seite wieder raus. Da kann man diese coolen Schattenbilder machen. Das wollten wir unbedingt sehen. Und ja, so wie jetzt geht der Weg dann noch ein Stück weiter. Und dann könnte man über die Elferscharte zur Rotwandwiese laufen. Aber das machen wir jetzt heute nicht. Ist auch alles im Schatten. Ist kalt. Jetzt gehen wir mal zurück. Da vorne wartet die Sonne. Und dann gehen wir noch eventuell zur Carducci-Hütte. Oder wieder zurück zur Zsigmondy-Hütte. Was Warmes trinken. Und ich würde sagen, dafür, dass es mir nicht wirklich gut ging, war das doch ein gelungener Tag bis hierhin mal. Bin zufrieden. Uns hier den kürzesten Weg nach unten rausgesucht, aber der geht sich richtig gut, macht Spaß hier so durch das Flussbett hier ein Stück. Toll, sind aber jetzt schon gleich unten an der Talsohle. Das hat jetzt mega geklappt. Wir kamen am Ende vom Fischleintal an, da kam direkt ein Bus, mit dem wir nach Sechsten fahren konnten. Und jetzt hier nach Troblach und gleich hier hinterm Busbahnhof steht ja unser Auto. Ja, ist jetzt ein bisschen schade natürlich, dass wir diesen noch fantastischen Tag nicht nutzen konnten. Ist ein bisschen traurig, jetzt heimzufahren, aber es wäre einfach nicht gegangen, beim besten Willen nicht. Aber die Berge zu verlassen ist halt echt immer schade. Gell? Ja. So schön hier. So, auf geht's. Heimfahrt. 800 Kilometer oder wie viel sind's, gell? Knapp. Bisschen weniger. Boah, ja. Wird Zeit, dass wir näher Richtung Berge ziehen. Immer diese Fahrerei. Thank you.
Thank you.